Präsident, meine Damen und Herren, nach den doch teilweise etwas apokalyptisch anmutenden Reden der Opposition über das BAföG, glaube ich, kann man am Ende noch mal versuchen, das eine oder andere doch ins rechte Licht zu rücken. Worum geht es uns beim BAföG? Es geht darum, Leistung und Talent müssen entscheiden darüber, welchen Weg ein junger Mensch wählt. Und deshalb richtet sich dieses Gesetz an diejenigen, die gerade überlegen, ein Studium aufzunehmen. Gerade im Moment laufen die Abiturprüfungen. Der richtet sich an die Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zu Hause wohnen. Dieser Gesetzentwurf richtet sich an die, die gerade mit ihren Eltern darüber diskutieren, wie bekommen wir das mit dem Geld hin, wenn du studieren gehst, wer bezahlt Miete, Lebensunterhalt und Krankenversicherung. Und deswegen sage ich an der Stelle bewusst, nutzt eure Chance, euer Talent soll entscheiden, nicht der Geldbeutel eurer Eltern. Und das BAföG ist das Instrument, was euch dabei unterstützt und hilft und nicht daran hindert, ein Studium aufzunehmen, sondern was euch dabei unterstützt und hilft. Augenblick mal, Herr Kollege. Ich möchte alle bitten, auch wenn jetzt gleich die Abstimmungen stattfinden und offenbar noch viel Diskussionsbedarf ist, etwas den Lärmpegel runterzufahren und dem Redner die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Fahren Sie bitte fort. Und heute, meine Damen und Herren, machen wir dieses BAföG noch besser, noch verlässlicher, noch planbarer und lebensnäher. Unser Ziel ist mehr Geld für mehr Menschen im BAföG. Deshalb erhöhen wir die Bedarfssätze kräftig, damit das BAföG mehr zum Leben reicht. Und deswegen wollen wir auch in der namentlichen Abstimmung wissen, ob die Opposition bei der Erhöhung des Höchstsatzes auf 861 Euro mitgeht. Deshalb heben wir die Wohnpauschale um knapp ein Drittel an. Und deshalb machen wir einen großen Schritt nach vorne bei den Freibeträgen, damit wieder mehr Menschen BAföG beantragen können. Und Herr Gehring, die Kritik der Grünen ist ja wirklich paradox an der Stelle. Weil sie beantragen eine sofortige Anhebung um 10% der Freibeträge und danach so einen Inflationsausgleich. Wir beantragen 16% in 3 Schritten nachhaltig, damit die Empfängerzahl nicht wieder sinkt. Und deswegen, sie fordern weniger, als wir in der Novelle umsetzen und erzählen den Leuten, dass das mehr damit erreicht werden kann. Das ist keine Trendumkehr. Unser Entwurf ist nachhaltiger und solider an der Stelle. Und wir haben im Gesetzgebungsverfahren weitere Verbesserungen erreicht. Wir helfen Menschen, die nahen Angehörigen pflegen, indem sie länger BAföG bekommen. Wir helfen BAföG-Empfängern mit Kindern, indem wir bei der Kinderbetreuung mehr zahlen, mehr drauflegen und den Bezug verlängern, gemessen am Alter der Kinder. Wir sorgen dafür, dass alle BAföG-Empfänger nach 20 Jahren Bemühen um die Rückzahlung ihres Kreditanteils ihre Schulden erlassen bekommen, und zwar auch diejenigen, die nach altem Recht gefördert worden sind. Und da an der Stelle, Herr Brandenburg, Sie warten vielleicht schon drauf, weil wir gerade bei Verschuldung sind, auch noch mal ein Satz zum FDP-Antrag, das große Modell, was hier so angepriesen worden ist. Sie erhöhen das Verschuldungsrisiko dadurch, dass Sie den Schuldendeckel wegnehmen, für die besonders Bedürftigen um ein Vielfaches. Wenn Sie jetzt behaupten, das könnte ja jeder frei auswählen in dem Modell, jeder kann sich ja aussuchen, ob er einen Kredit aufnimmt, dann ist das weit, weit entfernt von der Lebensrealität derjenigen Menschen, die auf BAföG angewiesen sind. Die treiben Sie in die Verschuldungsfalle, und das wird nicht geschehen. Wir wollen auf einen einfacheren BAföG-Antrag hinwirken. Wir wollen transparente und zielgenaue Informationen, Herr Kollege Lauterbach hat das gerade schon erwähnt, damit aus BAföG-Berechtigten auch tatsächlich BAföG-Geförderte werden. Und wir wollen bei der Erhöhung der Wohnpauschale nicht stehen bleiben. Es ist richtig, wir müssen mehr Wohnraum schaffen, damit Studierende und Familien nicht um den gleichen Wohnraum konkurrieren. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen, Chancengleichheit hat ein großes Gewicht in dieser Koalition. Es haben schon einige darauf hingewiesen. Wir nehmen 1,3 Milliarden Euro für diese BAföG-Novelle in die Hand. Ein Drittel mehr, als wir im Koalitionsvertrag versprochen haben. Und an der Stelle geht auch der Dank an den Bundesfinanzminister, der diesen Weg mitgegangen ist, entgegen allen Unkenrufen, die die Opposition hier betreibt. Und wir passen das BAföG regelmäßig an. Nach der Erhöhung in 2017 erhöhen wir das BAföG in 2019. Werden es in 2020 noch einmal erhöhen und die Freibeträge in 2021 noch einmal kräftig erhöhen. Das zeigt, das BAföG wird verlässlicher und planbarer. Und deswegen ist das auch ein Erfolg, der sich in Regelmäßigkeit fortsetzt. Und zum Schluss, die Ausbildungs- und Studienfinanzierung war unserer Partei, der SPD, aber ist auch der Koalition im Koalitionsvertrag ein wichtiges Anliegen gewesen. Und jetzt wird gemeinsam umgesetzt. Der Arbeitsminister hat einen Entwurf zur Erhöhung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes vorgelegt. Das hilft Auszubildenden in ihrer Situation. Die Tarifparteien haben einen Vorschlag für eine Mindestausbildungsvergütung entwickelt, der uns bald hier auch als Gesetz vorgelegt wird. Und heute beschließen wir ein deutlich erhöhtes BAföG. Und das zeigt, meine Damen und Herren,
Das sind die richtigen Schritte, damit jeder junge Mensch seinen oder ihren Bildungsweg frei wählen kann. Das ist ein konkreter Beitrag zur Chancengleichheit. Herzlichen Dank.